Party. Okay. Also, es geht heute um die erdrückende Situation, die der Kapitalismus den Arbeiterinnen, den Armen, der Umwelt uns allen irgendwie bietet und schafft und mit welchen Mitteln wir das irgendwie bekämpfen können. Und da werden wir uns speziell einen möglichen Lösungsansatz anschauen, nämlich bewusster Konsum, also dass man mit seiner privaten Kaufentscheidung diese Situation verändern, verbessern kann und dem marxistische Herangehensweise gegenüberstellen und unsere Kampfmethoden gegenüberstellen. Wenn wir das diskutieren, diskutieren wir das nicht aus Konsum, aus Gewissensgründen. Es geht uns nicht darum, Kaufentscheidungen moralisch zu verurteilen oder Leute, die anders konsumieren, irgendwie moralisch zu verurteilen, sondern es geht schlichtweg um die Frage, ob kritischer Konsum eine politische, gesellschaftliche Alternative darstellen kann, ob es eine Kampfmethode sein kann, die wir irgendwie wählen. Genau, oder ob es irgendwie eine Nebelgranate für diese Probleme ist und eher ablenkt, beziehungsweise überhaupt keine Alternative darstellen kann. Einleitend, wenn wir das betrachten, muss gesagt werden, dass ich räusper ziemlich oft wegen Referaten, muss gesagt werden, dass wir als Marxistinnen die Welt, die Dinge mit der speziellen Methode irgendwie analysieren. Wir schauen uns nicht irgendwie nur Fassaden an oder die oberflächliche Situation, irgendwie einzelne Erscheinungen, sondern schauen irgendwie darunter, schauen unter die Prozesse, schauen uns den materiellen Inhalt von Ideen an, also stellen prinzipiell einfach bei netten Konzepten oder Ideen, die präsentiert wird, die Frage, wie schaut die Realität, wie schaut die Praxis dieser Ideen aus und ihre Auswirkungen auf die reale Welt. Konkretes Beispiel, ist nicht direkt zu Konsum, aber einen ähnlichen Ansatz, einen ethischen Ansatz, sind irgendwie diese Stiftungen von reichen Personen, Wohltätigkeit von Reichen, wo sich extrem schön anhört, wenn irgendwie Bill Gates oder Warren Buffett, sind irgendwie die reichsten Menschen der Welt, Milliarden in Stiftungen für wohltätige Zwecke und so weiter investieren. Müssen wir auch fragen, was ist der materielle Inhalt dieser Ideen, wo führt das irgendwie hin? Und wenn man da irgendwie unter diese Oberfläche schaut, findet man schnell raus, dass dieses Geld zuerst einmal sehr gut steuerfrei investiert werden kann und vor allem im Namen der Profitinteresse und Privatisierungen von Medikamenten, Saatgut und so weiter verwendet wird und einfach verwendet wird, um den Profitradius von diesen Unternehmen und von diesen Personen auszudehnen und um ihre Einflussnahme zu steigern. Genau. Und diese Methode wenden wir jetzt irgendwie auf bewussten Konsum an. Nur zuerst, was ist eigentlich die Basis? Wieso gibt es überhaupt gerade in der aktuellen Situation so einen Boom von bewusstem oder kritischem Konsum? Er beruht in erster Linie auf der massiv geschissenen Situation, auf der geschissenen Weltsituation und auf der Ausbeutung und auf dem Wunsch irgendwie aus diesem Elend, das in der Weltsituation darstellt, herauszukommen, eine Alternative zu suchen. Also prinzipiell ist mal nichts Schlechtes, sondern es zeigt irgendwie auf, dass einige auf der Suche sind nach Alternative zu diesem System oder zumindest wie man Verbesserungen genau erkämpft oder eher konsumiert. Kurz vielleicht ein paar Daten, dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft, zu welcher massiven Ungleichheit der Kapitalismus weltweit führt. Es gibt immer diese Oxfam-Studien, die wahrscheinlich eh regelmäßig diskutiert werden. Ich glaube 2015 ist das, wo irgendwie dieser Umbruchpunkt war, wo 1% der Weltbevölkerung so gleich viel Reichtum angehäuft hat wie 99%, also der ganze Rest. Und einfach die große Mehrheit der Menschen, nämlich irgendwie die Hälfte der Menschen, im Hungerlohn von $2,5 irgendwie leben muss. Und genau, meistens interessant vielleicht für diese Oxfam-Studios, meistens werden sie eben kritisiert von so Vertretern der Wirtschaft, dass sie irgendwie diese Ungleichheit, die Weltsituation nicht eins zu eins wiedergeben, weil es gibt irgendwie reichere Menschen, die hoch verschuldet sind, das irgendwie zurückzahlen können und ärmere Menschen, wo es überhaupt kein Kreditverleihsystem und so gibt in dem Land, weil sie hier reicher erscheinen in dieser Studie. Und es stimmt irgendwie, es stellt diese Ungleichheit nicht eins zu eins dar, aber es geht eher in die andere Richtung. Die reale Situation ist noch irgendwie viel ärger. Also als Beispiel, diese Studien nehmen beispielsweise die ganzen Milliarden, die auf Steueroasen gebunkert sind, nicht in Rechnung,
was alleine so ein, genau, 32 Milliarden werden zumindest geschätzt, also was noch ein Batzen ist, der noch dazukommt, dann diese Ungleichverteilung. Also 32, habe ich Milliarden gesagt, das sind Billionen. 32 Billionen, das sind fast, ist fast das Doppelte der Wirtschaftsleistung der USA. Genau, also massive Ungleichheit hervorruft. Und um zu beantworten, wie man gegen diese Ungleichheit kämpft, muss man sich über die Ursache, über den Grund des Elends irgendwie bewusst werden. Und hier wird oft eine alte moralische Erklärung gebracht, indem man einfach die armen Länder den reichen Ländern gegenüberstellt und im Prinzip erklärt, dass die dort in der sogenannten Dritten Welt, in den Entwicklungsländern, so arm sind, weil wir hier in Österreich, in Deutschland, irgendwie im Westen so reich sind. Als Beispiel die Fair Trade Deutschland wirbt irgendwie mit so einem Zitat von Richard David Brecht, so einem Lifestyle-Philosoph, der ziemlich viel Scheiße irgendwie sagt, wirbt irgendwie mit dem Zitat von ihm, wo es heißt: Fairen Handel wird es erst dann geben, wenn die Länder der ersten Welt lernen, die Interessen der ärmeren Länder in der Welt wirklich ernst zu nehmen. Und das Zitat sagt, und das ist irgendwie sinnstiftend für generell diese fairen Ansätze und Fair Trade und so weiter, diese moralische Erklärung, dieses Zitat und diese Erklärungsweise sagt irgendwie in Wirklichkeit gar nichts aus, weil die Situation beispielsweise in Somalia oder in den Entwicklungsländern ist nicht so zerstörerisch, weil wir alle hier in Österreich irgendwie so reich sind und so wohlhabend, sondern die weltweite Armut und das Elend, es kann auch gar nicht beseitigt werden, wenn irgendwie die Politik und die Wirtschaft ihre Probleme, die Probleme der sogenannten Dritten Welt einfach ernster nimmt, beziehungsweise sie kann die gar nicht ernster nehmen aus spezifischen Gründen, die nachher versucht darzulegen. Also dieser Ansatz, Arm gegen reiche Länder, ignoriert komplett die wirkliche Ursache für die Ungleichheit und die Klassenfrage. Denn die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit liegt einem System zugrunde, nämlich unserem modernen Kapitalismus, der nicht nur davon lebt, dass große Industriemonopole und Banken ihren Profit aus der Ausbeutung der Arbeiterklasse sozusagen im eigenen Land schafft, sondern gleichzeitig noch die Entwicklungsländer weltweit bis auf den letzten Tropfen aussaugt. Vielleicht noch ein paar Daten dazu. Es gibt so eine Studie zu Subsahara-Afrika. Das ist so eine der ärmsten Regionen, im Prinzip die ganzen afrikanischen Länder südlich der Sahara, wo allein, genau, ich glaube, die Studie ist über das Jahr 2015, aber es hat sich irgendwie nicht geändert, die Tendenz, dass allein auf 20 Milliarden Entwicklungshilfe, die so an Unterstützung in das Land reinkommt, 28 Milliarden, also noch einen ganzen Batzen mehr, allein Rückzahlungen sind an Schuldverhältnisse, also Rückzahlungen an Banken. Das heißt, allein das Geld, was man irgendwie an Banken zurückzahlt, wo nichts irgendwie erwirtschaftet worden ist oder einen neuen Wert geschaffen worden ist, genau, umtrumpft um Längen irgendwie die Entwicklungshilfe, die ins Land gesteckt wird. Im Prinzip stellen solche Entwicklungshilfe-Fuhren im Prinzip eine Bankenunterstützung so da, wenn man sich das Verhältnis anschaut, in welcher Zinsknechtschaft sich diese Länder irgendwie befinden. Genau. Und eben, wie ich gesagt habe, der Grund für dieses Elend ist nicht einfach damit zu erklären, indem man oberflächlich die industrialisierte Welt dem verarmten Süden irgendwie gegenüberstellt, sondern man muss irgendwie den Wesenszug des modernen Kapitalismus erklären. Eben, dass eine kleine Minderheit von Monopolen, irgendwie in der Industrie, in der Bankenwelt, nicht nur im eigenen Land, sondern eben gezielt in Entwicklungsländern Investitionen tätigt und diese irgendwie aussaugt, den Profit irgendwie mitnimmt und in die eigene Tasche genau, in die in die eigene Tasche gesteckt. Und er basiert irgendwie auf diese Profitmaximierung und diese enorme Ungleichheit auf der ganzen Welt. Und da ist es nicht möglich, eine heile Insel innerhalb dieses Systems, das eben darauf basiert, zu erschaffen. Und hierzu will ich vor allem auf diesen Fair Trade, dieses Fair Trade Label irgendwie eingehen, aber auch auf andere Ansätze, die diesen kritischen Konsum verkörpern. Genau. Zu Fair Trade, das ist eh wahrscheinlich ein Konzept, ein Label, das wahrscheinlich die meisten kennen. Also im Prinzip eine Labeling Company, die verschiedenen Kleinbauern, Beschäftigten in Entwicklungsländern einen Fixpreis garantiert,
und mit ihrem Label garantiert, dass gewisse Standards eingehalten werden, ökonomische, soziale, bessere Löhne, Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und so weiter. Genau, und dies wird ermöglicht, indem die Fairtrade-Produkte einfach teurer sind wie die anderen Produkte. Wie bei vielen ethischen Ansätzen müssen also irgendwie die normalen Leute, die im Geschäft das kaufen, für dies zahlen, und die Profite der Konzerne, die Profite der Supermarktketten und so weiter werden nicht beschnitten. Was schon an sich ein Problem ist, weil die Idee von Fairtrade und solchen Ansätzen ist eigentlich Stück für Stück so immer mehr Leute zu überzeugen, immer mehr Leute für kritischen Konsum zu gewinnen und somit die Situation zu verbessern. Was selbst wenn es irgendwie funktionieren wird, die Logik, dass man Stück für Stück das Bewusstsein von Menschen verändert und da irgendwie kein Sprung in die andere Richtung kommt, gibt es einfach eine absolute Grenze. Hallo. Gibt es irgendwie eine absolute Grenze für derlei Konsum, die nämlich einfach das Geld, die Löhne der Arbeiter und Arbeiterinnen darstellt, die sich meistens, und da kann man Leute überzeugen, wie man will, die billigeren Produkte kaufen werden. Und vor allem nach 40 Wochenstunden, nach viel Arbeitsaufwand, irgendwie nicht die Zeit und Muße machen werden, sich einen Konsumplan zurechtzulegen. Egal, wie sehr man sie überzeugt. Also es gibt irgendwie absolute Grenzen für das, selbst wenn das Konzept funktionieren würde, worauf ich jetzt eingehen werde. Also Fairtrade ist einer der größten und bekanntesten Label in die Richtung und sind momentan fast 2 Millionen Kleinbauern bzw. Beschäftigte auf Plantagen auf solchen Fairtrade sind irgendwie durch Fairtrade zertifizierte Stellen angestellt beziehungsweise sind selber Kleinbauern. Und das basiert auf einem massiven Boom, gerade in der 2000er, wo Umsatz und Fairtrade-Produkte einfach extrem zugenommen haben. Also allein in Deutschland hat sich so in den 2000er Jahren das Fairtrade-Umsatz verzwanzigfacht. Und so sind Stück für Stück auch große Unternehmen, große Monopole mit eingestiegen in diesen Markt, weil es sich einfach besser verkauft. Also gerade das Bekannteste sind so diese großen Gauner der Lebensmittelindustrie, Nestle und Starbucks beispielsweise haben in Fairtrade Kaffee investiert und so weiter. Jetzt könnte man aber sagen, ist doch egal, ob große Unternehmen sich da irgendwie in diesen grünen Markt einkaufen, sich dafür interessieren. Das ist nämlich genau die Politik von Fairtrade und auch vielen großen NGOs. Sie sagen nämlich, dass es gar nicht ohne große Unternehmen geht. Man muss irgendwie gewinnen für faire Ideen. Dass das Problem ist, dass es genau in die andere Richtung geht. Die Großen fügen sich nicht irgendwie den Standards, sondern umgekehrt die Standards, und dieses Konzept wird extrem aufgeweicht unter dem Druck des Profits der großen Konzerne. So geht auch die Geschichte von Fairtrade, nämlich beispielsweise hat sich der Anteil der fair gehandelten Lebensmittel für Fairtrade-Produkte, zumindest für Mischprodukte, von 50% auf 20% gesenkt. Das ist irgendwann Ende der 2000er passiert, glaube ich. Also Mischprodukte sind so Kekse, Schokolade und so weiter, wo halt nicht nur ein Produktelement Teilbestand ist, sondern es irgendwie zusammengemischt wird. Genau, und das andere ist, dass der größte Teil des Profites von Fairtrade-Produkten nicht bei den Kleinbauern gemacht wird oder den Kleinbauern gegeben wird, sondern in den großen Handelsketten. Den großen Handelsketten dient. Genau, und inzwischen sogar bei den Kleinbauern bekommen irgendwie ein kleines Stück des Kuchens, und in größeren Plantagen, wo zwar irgendwie weniger Fairtrade zertifiziert sind, aber die, wo es sind irgendwie recht groß, haben irgendwie mehrere hundert Mitarbeiter, so riesige Blumenplantagen oder Tierplantagen, gibt es genau null positive Resultate für die Arbeiter auf diesen Plantagen. Es gibt tatsächlich, werden die gleichen Löhne bzw. fast niedrige Löhne gezahlt auf diesen Plantagen wie konventionellen, herkömmlichen Plantagen in derselben Region. Und gewerkschaftliche Rechte werden genau gleich unterschritten. Diese Mitbestimmung, die Fairtrade als ein Konzept hat, dass man sich demokratisch in diesem Unternehmen organisiert, findet auf Plantagen so gut wie nicht statt. Es gibt irgendwie mehrere Untersuchungen zu Kaffee, Teeplantagen und so weiter. Also man sieht, wie unter diesem Druck der Profitmaximierung
sich dieses Label mehr und mehr zu einfach einem Deckmantel für die Großindustrie verwandelt hat, anstatt genau diese noble Idee zu erhalten, die sie am Anfang war. Genau, und das, also Fairtrade ist wahrscheinlich das Label, das Siegel, das irgendwie am meisten Vertrauen genießt. Und das gilt natürlich, also das, was ich vorhin über Fairtrade gesagt habe, gilt natürlich für alle anderen Labels und Siegels, die man sich irgendwie anschauen kann, auch. Da einfach Verbesserungen, höhere Löhne, Arbeitsschutz, umweltfreundliche Auflagen, alles, für das man irgendwie kämpft, schneidet halt direkt in das Profit vom Kapital, direkt in die Profite vom Unternehmer. Und das ist irgendwie leichter für die Wirtschaft, diese Standards vorzutäuschen, anstatt sie irgendwie selber zu erfüllen. Und das ist irgendwie die Gangart mit Hunderten von solchen Logos, Siegel und Labels, die produziert werden, eben wie Fairtrade irgendwie den Zweck erfüllen, dass sie irgendwie ein Feigenblatt darstellen, hinter dem der Profit vermehrt werden kann. Und eben auch dieser grüne Markt für den Kapitalismus abgegrast wird. Genau. Und es gab wirklich viel, also die letzten Jahrzehnte gab es immer mehr solche Labels, und die sind allesamt massiv gescheitert, weil es einfach entweder auf extrem schwachen Standards beruht hat, die immer wieder unterlaufen worden sind, oder schlichtweg auf Freiwilligkeit, was nie funktioniert irgendwie in der Großindustrie. So stammt irgendwie beispielsweise MSC-zertifizierter Fisch aus überfischten Beständen, Holz mit den FSC-Siegeln aus illegalen Rodungen, nachhaltiges Palmöl basiert auf Zwangsarbeit und illegalen Rodungen von Wäldern, viel in Indonesien vor allem, und Textilsiegel schaffen es nicht, irgendwie den Feldarbeiterinnen dort lebenswerte Löhne zu garantieren. Und diese ganze Entwicklung, ist auch wichtig zum Verstehen, wird von vielen NGOs, vor allem von den großen, wie WWF oder Greenpeace, unterstützt, indem eben diese runde Tische und diese Labels da gibt, ja, einfach gefördert und unterstützt und vor allem der Ruf nach außen halt gestärkt wird von solchen Labels. Und der Staat ja ähnliche Funktionen erfüllt, indem er sozusagen solche grüne, faire Deckmäntel für die Industrie austeilt. Das bekannteste Beispiel für so staatlich finanziertes Greenwashing, was nichts anderes ist, irgendwie als so grüne Deckmäntel für die Industrie auszuteilen, also das Wort Greenwashing, ist irgendwie der Global Compact der Vereinten Nationen, genau, welcher irgendwie für über 10.000 globale Unternehmen ähnliche Standards garantiert, wie irgendwie Fairtrade garantiert. Und die Bedingung, dort Mitglied zu werden, ist irgendwie jedes zweite Jahr einen Bericht zu schreiben, der über den Fortschritt der Industrie, irgendwie der Unternehmen, des Unternehmens informiert. Das heißt, irgendwie jedes zweite Jahr irgendwelche leeren Versprechungen abzuliefern. Genau. Das erklärt auch, wieso so viele globale Unternehmen da Mitglied sein können. Genau. Also, es gibt irgendwie keinen Grund, Illusionen in kritischen Konsum zu haben. Das ist irgendwie der richtige Ansatz, sich die Situation tatsächlich zu verbessern, sondern eben eher Nebelgranate ist, was das angeht. Und was sind jetzt unsere Kampfmethoden, denen wir dem entgegenstellen? Zuerst, wie ich vorhin erwähnt habe, so was ist die Ursache. Die Probleme, wieso es derartige erdrückende Bedingungen irgendwie für Umwelt und für den Menschen gibt, ist nicht irgendein Aspekt des Kapitalismus, ist nicht irgendein Charakterzug von einzelnen Manager oder Unternehmer, sondern es ist eben das Problem, das System selbst, das eben auf Ausbeutung beruht. Der Reichtum und die Produktionsmittel, die Fabriken, die Gebäude, die Maschinen, die irgendwie den ganzen Reichtum auf der Welt, mit denen irgendwie der ganze Reichtum auf der Welt hergestellt wird, sind in den Händen von ein paar wenigen und sind unter Kontrolle von ein paar wenigen, die das privat besitzen. Und die irgendwie nur für den Profit produzieren und das System nur für den Profit irgendwie funktioniert, nicht für die Bedürfnisse. Und der weltweite total katastrophale, zerstörerische Rolle spielt, wie ich in der Einleitung versucht habe zu skizzieren. Und gerade da muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, dass die Arbeit von genau wirklich tausenden wohltätigen Organisationen, verschiedenen Initiativen, die vielerlei auch Erfolg haben, keine Ahnung, mit Garantieren von Trinkwasser irgendwie in der dritten Welt und so weiter,
tatsächlich ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Das, die Arbeit von Tausenden von diesen Initiativen wird irgendwie durch einen kleinen Krieg in der dritten Welt, die immer wieder ausbrechen und die meistens direkt unterstützt oder gefördert irgendwie werden von Regierungen in der westlichen Welt, werden zunichte gemacht einfach von so etwas. Und generell durch die Funktionsweise des Kapitalismus, der eben, wie ich in der Einleitung versucht zu erklären, der diese Länder bis auf den letzten Tropfen aussaugt und eben Entwicklung von Infrastruktur, Entwicklung von irgendeiner eigenständigen Industrie erfolgreich verhindert. Will man also irgendwie eine schönere Zukunft für alle erkämpfen, dann muss man sich die Abschaffung von dem System, die Abschaffung vom Kapitalismus zum Ziel machen. Nur wenn der Reichtum, die ganzen Produktionsmittel, mit denen den Reichtum hergestellt werden kann, gesellschaftlich kontrolliert und besessen werden, kann das funktionieren. Man schauen wir uns die Probleme der Welt an, so Obdachlosigkeit, Hunger, das ist keine Frage, nicht direkte Frage von Ressourcen. So, es gibt die Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen, und zwar auf einen Touch. So, es gibt genug Häuser und Wohnungen, es gibt die Mittel, diese zu bauen, es gibt genug Möglichkeiten, Lebensmittel für mehr als 12 Milliarden Menschen zu produzieren. Das Problem liegt im System, dass das ein privater Hand ist und das nicht gemacht wird, wenn es keinen Profit bringt. Das heißt, man muss aus der privaten Hand nehmen, gesellschaftlich überführen und wirklich planen nach den Bedürfnissen der Menschen. Und so kann man auch in Entwicklungsländern eigenständiges Leben irgendwie ermöglichen, dort irgendwie Infrastruktur aufbauen, dort alles aufbauen und zur Verfügung stellen, was man zum Leben braucht. Und diese Gesellschaft, die nicht in privater Hand ist, sondern gesellschaftlicher, tatsächlich geplant werden kann nach den Bedürfnissen, ist nur ein anderes Wort für Sozialismus. Wenn das irgendwie noch nicht klar geworden ist. Genau, aber es geht nicht darum zu sagen, Revolution wird irgendwie alles lösen und bis dorthin machen wir irgendwie gar nichts und kämpfen nicht für Verbesserung. Das wäre irgendwie saudum, aber ist oft irgendwie so, wie es dargestellt wird, wie Marxisten irgendwie dargestellt werden. Wir sind irgendwie für einen dauerhaften Kampf, für Verbesserungen, überall wo es möglich ist, in einzelnen Betrieben, Sparten, gegen diese Regierung, gegen die einen Angriff nach dem anderen führt, gegen spalterische Ideen, gegen Rassismus, Sexismus. Und das Ding ist extrem wichtig, weil anders kann die Arbeiterbewegung, können irgendwie die Massen, kann die Jugend gar nicht die Erfahrungen machen und gar nicht auf den Weg kommen, dieses System irgendwie in Frage zu stellen und zu stürzen schlussendlich. Und die Erfahrung jedes einzelnen Streiks ist irgendwie viel mehr wert als noch so hoher bewusster Konsum, der eher von diesen Problemen ablenkt. Genau, also diese Streiks, die Bewegung, die realen Kämpfe, die wir die ganze Zeit führen, unterstützen, ist einfach notwendig, um die Arbeiterinnen und die Jugend nach vorne zu bringen und in den kommenden Kämpfen zu schulen und die Ideen des Marxismus, die Ideen des Sturz dieses Systems zu verbreiten. Und selbst wenn dieses Konzept des fairen Handels wirklich funktionieren würde, also wirklich die Lebenssituation nach und nach verbessern würde, selbst wenn das so wäre, muss man sich vor Augen führen, dass man da extrem gefährliche Illusionen fördert. Was prinzipiell in allen Fragen ist, nämlich keine Illusion in die Herrschenden und in die Wirtschaftsgiganten, eine bessere Welt irgendwie von oben nach unten aufzubauen. Denn das steht irgendwie auf einer sehr wackeligen, sehr illusorischen Basis. Denn jeder Unternehmer, egal wie ehrlich und nett er es meint, und keine Ahnung, da geht es nicht um den Charakterzug, da geht es nicht irgendwie um sein subjektives Verhalten. Egal wie nett er das meint, muss irgendwie schlussendlich zu Kürzungen greifen, wenn irgendwie eine Krise ist, wenn er irgendwie unter Konkurrenzdruck und Profitdruck steht. Wird irgendwie Kürzungen durchführen, Löhne senken und kann schnell irgendwie irgendein Label, wenn es irgendwie wirkliche Standards garantiert, fallen lassen, ein eigenes produzieren und so weiter. Das passiert in der Industrie die ganze Zeit mit Tausenden von Labels. Genau, deswegen ist es gefährlich, sich irgendwie Illusionen zu machen, dass das Kapital diese Bedingungen verbessert, sondern auf die eigene Kraft bauen, auf die Kraft der Arbeiterklasse. Und woher kommen irgendwie die Errungenschaften, die Verbesserungen, die wir heute noch haben, die heute auch angegriffen werden? Sie kommen irgendwie durch einen Kampf, durch eine Arbeiterbewegung, die irgendwie massiv stark ist, wenn die Arbeiterklasse mobilisiert wird. Diese Verbesserungen sind erkämpft worden und sie werden nur verteidigt, indem man die Arbeiterklasse mobilisiert. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Argument, es ist irgendwie keine Illusion, einen kritischen Konsum zu machen oder reichen Wohltätern oder sonst wen,
Weil schlussendlich nur diese Kraft, die Arbeiterbewegung, die Arbeiterklasse, höhere Löhne, Arbeitsbedingungen, bessere Arbeitsbedingungen und darüber hinaus den Sturz des Kapitalismus wirklich garantieren kann. Und dieser Faktor liegt eben in der Produktion und nicht im Konsum. Das ist das Ende vom Referat.